herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Real Farming LS19 meets Reality hier auf der Grünfelder Land. Warte mal, ist da irgendein, da ist ein Ball. Wir fahren jetzt noch rüber und helfen. Ah, warte mal, was fällt mir gerade noch was anderes ein? Jo, Noemi. Jo. Ist der jetzt tatsächlich größer? Weiß ich tatsächlich nicht, aber er sieht größer aus. Findest? Ich finde irgendwie, der sieht auch kleiner aus. Ich glaube, hier passt aber eine Reihe mehr rauf. Ja, okay, doch, ich glaube schon. Ja, hier hinten, da die erste, letzte Strebe ist mehr. Okay, brauchst du Stroh? Ich habe Stroh. Nee, ich brauche keinen Stroh. Mist. Das dachte ich schon. Ja. Okay, nee. Passt. Rechnung schickst du dann. Kannst du alles draufpacken? Wie alles draufpacken? Ne, den Anhänger, was du da noch kriegst. Fürs Pressen. Ach so, ja. Mit dem Drescher musst du halt gucken, ob wir da immer das machen. Da mache ich keine Rechnung. Das besprechen wir dann nächste Woche, wenn's. Oder, ja, wenn du fertig bist, reden wir darüber. Okay. Gut. Passt. Moin. Jo. Jo. Herr Schneider. Moin. Das ist der Anhänger. Oh Mann. Ja. Wer sitzt denn da noch drin? Mein Zweitchef. Warum sitzt der da so? Ist der was Besseres oder was? Nee, ich bin nur zu faul zum Aussteigen. Aha. Sieht aber ein bisschen arrogant aus, wenn sie da so drin sitzen wie der Case. L.U. und arrogant. Ja. Ein Wort. Ein Wort, was zueinander passt. Mein Mann. Ja. Dass sie jetzt nicht mal aussteigt, das finde ich respektlos. Tschüss. Geht ja nicht, ey. Herr Neumann. Könntest du mir noch ein paar Meter vorfahren? Also das finde ich tatsächlich respektlos. Man spricht ihn drauf an, weshalb er da drin sitzt, wie so ein Käse. Und dann steigt er immer noch nicht aus. Ja doch, komm, ich fahr. Ne, ich fahr nicht. Ich fahr hinter ihm rein. Ist der überhaupt leer? Ja. Alter, nein. Unser Staub hier vom Feld. Diesel. Jo. Wenn du das Ding abstellst, musst du die Hydraulik entlasten. Hydraulik? Ja, Schneidwerk absenken. Achso? Ja, sonst geht die Hydraulik am Arsch. Hi. Muss man ja alles auch noch erklären. Entschuldige, das erste Mal, dass ich einen Drescher fahre. Ja, eben, deshalb sag ich's dir. Nicht, dass was kaputt geht, dann zahlt die Versicherung nämlich nicht. Wie viel hast denn du schon geerntet? Der Anhänger ist jetzt fast voll. Okay, supi. Dann weitermachen. Nicht, dass er das hier am Arsch geht. Gut. Aber finde ich übrigens ganz gut, dass du mir hier jetzt auch hilfst, weil dann haben wir die Ernte ja, wieder. Ja, kein Problem. Geregelt. Du hast mir geholfen, da helfe ich dir jetzt auch. Ja, eben, das meine ich ja. Hand in Hand. Nee, ganz so arg geht's auch wieder nicht. Aber eine Hand wäscht die andere, das finde ich okay. Das stimmt wohl eher.
Habe ich innerhalb von 2 Wochen 4 Felder geerntet, ey. Mach mal das Radio leiser. Die ganze Zeit sein Radio hinten drin. So. Ich muss echt sagen, der kleine Drescher hat trotzdem hier einiges weggearbeitet. Jetzt fährt er anders. Ich dachte, der kommt hier rum. Gut, warte mal. In den Anhänger, wie viel Kubik gehen da rein? Bissel, was muss er noch mitnehmen, glaube ich. Das kriege ich nicht weg. So. Oh Gott. Super, alles weggekriegt, ohne dass irgendwas vergammelt ist. Franz? Ja. Wie schaut's denn aus mit den Ballen? Ich hab grad gesehen, da ist gerade einer wieder runtergeputzelt. Brauchst du einen Ballenspieß? Na, na, das war nur das Nicht-Können. Ach, das kann man aber ändern, gell? Ja, durch ändern Übung. Schon. Ob man's möchte. Ja, doch, möchten eigentlich schon. Das war jetzt ein bisschen suboptimal hier. Ja, passiert. Volker! Ja. Der ist voll! Ja, ab ins Silo. Jo. Jetzt hat er schon wieder das Schneidwerk nicht entlastet, ey. Die Hydraulik. Heide Bimbam. Super duper, ey. So, jetzt schaue ich gerade mal zum Franz rüber, vielleicht wechseln wir da mal ein bisschen ab. Beides sieht doch eigentlich ganz gut aus. Sieht doch gut aus. Ja. Da geht nochmal 2 Ballen hoch, oben drauf. Wenn ihr die drauf kriegst, passt. Da kriege ich die drauf. Ja. Dürfen uns noch nicht erwischen lassen. Ja, wir müssen ja nicht weit. Ja, eben. Vorne zum Viehhändler und gut ist. Ich gehe mal einen Johnny holen. Achso, nee, warte mal, der Johnny. Johnny ist ja beim LU noch oben. Na, ich telefoniere mal schnell. Hallo, hier ist der Neumann. Jo, du Neumi, eine Frage. Mhm. Bei dir steht doch noch mein Johnny. Ja. Willst du den zu mir runterfahren ans Feld und dann den Drescher mitnehmen? So kann man es auch machen, ja. Naja, ich muss hier noch abfahren, weißt du? Ja, ja. Verstehe schon. Bin ab sofort auch das neues Transportunternehmen. Nee, wenn es dir keine Umstände macht. Warte mal, ich muss mal. Wenn es geht, dann mach's. Tschüss, muss auflegen. Ja, tschüss. Du, Franz. Franz. Ja. Guck mal, da ist, glaube ich, noch eine Bordwand im Weg. Ei. Muss, glaube ich, ein bisschen mehr auf die Seite.
Oder hoch, warte mal. Ja, immer noch, oder? Verkauft uns eigentlich der Herr Neumann. Nein, ja, das hat mit Neumann leider nichts zu tun. Schade. Kriegen wir die noch ein bisschen geschoben? Oder probier mal von hinten aufzuladen. Ja, ich nehme an, das ist die Ladekante, die da irgendwie... Oder warte mal, ich mach mal den auch noch weg. Aber das ist auch hier ein bisschen komisch. Nee. Dann machen wir hier einfach drei rein noch hoch. Oder guck mal, ob so von hinten drauf kommst. Oh. Also rückwärts. Dann müsst ihr wahrscheinlich irgendwie hinkriegen. Pass auf, dass sie nicht runterfallen. Oh, nee. Aber der Masai, der schnuckelt auch. Der schnurrt. Ja. Na, ja, warte, hoch. Oder geht's jetzt? Fahr mal vor. Weiter vorne, vor komme ich nicht. Ja, dann fahr mal zurück, mach ganz hoch und fahr ein Stück vor. Noch höher. Vor. Ja, vor. Ah, ich sehe, wo das Problem liegt. Warte. Musst mehr nach rechts von dir aus. Müsste dann aber eigentlich gehen. Langsam, langsam. Nee, nur ein ganz klein. Jetzt hast du. Nee, das ist so nett. Warte mal, lass mich mal kurz. Drück mal F. Ups. Drück mal F5. Einmal. Siehst du, wo das Problem liegt? Warte. Das sind so Dinger, so Stützen. Ja. Jawohl, bist durch. Uppala. Komm ein bisschen nach vorne. Kannst noch ein bisschen schieben, wenn du. Und jetzt den unteren noch schieben. Ja. Das denke ich, war's schon, oder? Ja. Dreimal nochmal F5, dann ist weg. Ja. Gut, weitermachen. Der ist schon fertig, oder was? Hi, der Bimbam. Jo, bist du fertig, oder was? Jo. Heftig, heftig. Ja, sind schon ein paar Stück, ne? Jo. Ja. Gut, dann danke ich dir recht schön. Der Chef soll die Rechnung dann schicken. Jo, das sage ich ihm. Gut, danke. Tschüss. Jo, tschö. Warte mal. Ja? Da ist ja noch einer drin. Wo? Ah, hinten. Da ist noch Stroh drin. Ja, der geht nicht raus, der bleibt immer drin. Ah, der Diebstahl hier. Ja, oder sag ich, ich tu ihn noch ein paar Fitze hier aufsammeln und... Ja, guck mal, von hier sehe ich ja auch noch was. Also, ja. Hier liegt auch noch... Wenn du noch rauskriegst, wäre gut. Ja, das versuche ich. Gut, danke. Jo. So, dann können wir nämlich mal abfahren. Abfahrt.
der Ausfahrt. Also, super. Wir haben zwei Felder Gerste, ein Feld Mohn geerntet. Damit sind wir mit der Ernte jetzt erstmal durch. Die Ballen werden wir wahrscheinlich zum Teil ins Sägewerk hauen. Und zum Teil werden wir sie wahrscheinlich verkaufen. Einfach damit wir Geld kriegen. Das wäre vielleicht auch noch eine Idee. Was kriegen wir? Oh, Altlu. Franz? Ja. Wir haben 105.000 Gerste. Oha. Okay, das ist gut. 31.000 Soja. Wenn man ca. 1000 Liter bekommt, dann hätten wir 135.000 Euro. Gut. Was haben wir an Mohn? Volker. Ja. Bei den alten Beinen habe ich jetzt noch rausgeholt. Ja, ich danke dir. Jo. Dann sehen wir uns irgendwann nochmal, ne? Jo, danke. Tschüss erstmal. Tschüss. Bin ich gerade am überlegen, für einen Mond kriegt man 1100. Sollen wir da zuschlagen oder eher nicht? Lass mal den verkaufen. Ich würde abwarten, bis wir den besten Preis geboten bekommen. Ja, wir müssen halt nächste Woche auf jeden Fall Geld auf dem Konto haben. Ja. Und je nachdem, dann sinkt der erst. Oder wir schlagen zu, das wäre halt. Ja, ich denke, wir verkaufen den Mond. Ich frage den Ding, ob er gleich mitfährt. Jo. Diesel, stopp mal! Kannst du hinten den Anhänger. Wo bist du? Bin hier. Oh, hier. Ah. Kannst du. Wie viel sind da jetzt noch drin? 12.712. Heftig. Kannst du deinen Anhänger voll machen? Dann fahren wir kurz zum Lidl. Verkaufen. Ja, kein Problem. Dein Johnny steht übrigens bei dir auf dem Feld. Hat er noch einmal dahingestellt und den Drescher mitgenommen. Perfekt, sowas. Ideal. Okay. Gut, dann machen wir kurz. Ich mach bei mir auch voll. Dann bringen wir das kurz zum Lidl. Machen wir. Liebe Leute, ich wollte eigentlich die Folge beenden. Vielen Dank fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, Abo oder einen Kommentar da. Und schaut morgen wieder rein. Bis dahin, macht's gut. Uppala. Tschüss.